Mitten in den Bergen von Österreich liegt eine Insel. Einst war sie eine Art Schatzkiste der Habsburger Kaiser. Ein kleiner Landstrich mit großer Geschichte und großartiger Natur. In dem einzigartige Traditionen und recht eigensinnige Menschen zu Hause sind. Das ist das Salzkammergut. Hier treffen wir einen Koch, der die einfachen Genüsse der Region feiert. Einen Bootsbauer, der sein Wissen für die Ewigkeit aufzeichnet. Und einen Keramikkünstler, der es für die Nachwelt in einem Salzstock konserviert. Eine Brennerin, die sich mit hochprozentigem gerettet hat. Und einen Wirt, dessen abgelegene Hütte ein beliebtes Ausflugsziel ist. Wenn die Welt momentan nirgends mehr in Ordnung ist, aber ich glaube, da herin ist sie schon noch in Ordnung. Kurz nach 6 Uhr morgens am Wolfgangsee. So einsam erleben die Ferienregionen im Sommer nur die Frühaufsteher. Zu denen gehören auch Biobauer Sepp Eisel und seine ostfriesischen Milchschafe. Guten Morgen, habt ihr eine gute Nacht gehabt, okay? Jawohl. Sepp Eisels Familie lebt und arbeitet seit Jahrhunderten auf einer Halbinsel am südlichen Ufer. Der Umgang mit der Schöpfung, der Umgang mit den Tieren, mit der Natur ist was, was einfach extrem viel Kraft gibt. Und das genieße ich schon sehr. 16 Jahre war Sepp in der Politik, sogar als Minister. Die Sehnsucht ist groß gewesen, zum Schluss wieder richtig Bauer sein zu können. Ja, und diesen Traumberuf, den habe ich mir noch mal erfüllt. Anfang der 80er haben die Eisels noch Kühe. Aber die Milch bringt zu wenig Geld ein. Sepp ist damals erst 17, will aber Verantwortung übernehmen. Das auch deswegen, weil schon eine gewisse Notsituation am Betrieb da war. Meine Mutter 8 Kinder großgezogen hat, der Vater gehbehindert war zum damaligen Zeitpunkt. Und ich habe halt nachgedacht, was man da tun kann und nach Auswegen und nach Lösungen gesucht und habe über Umwege dann bin ich schon dann beim Milchschaf gelandet, weil dieses Schaf erstens mal ein besonders liebenswertes Tier ist, zum Zweiten wirklich bei uns ins Grünland gut passt. Ich bin oft gefragt worden, ob ich glaube, dass das zum Erfolg führt. Ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Dann frag mich in 10 Jahren, dann kann ich es beantworten. Sepp kauft von seinem Ersparten kein Moped wie die Gleichaltrigen im Ort, sondern 2 Schafe und einige Lämmer. Natürlich, in der Zeit ist man auch einmal der Dorfspinner, wenn man sowas macht. Aber als Dorfspinner hat man auch eine gewisse Narrenfreiheit und die haben wir auch genützt. Gibt es dann eine, die geht nicht aus, die mag dann zuerst noch streichen werden? Heute haben Sepp und seine Frau Christine 7 Kinder, 120 Milchschafe und eine Manufaktur für Schafprodukte. Da, wo einst Pferde und Kühe untergebracht waren, stellen Eisels zum Beispiel Ölkäse im Glas her. Einige von Sepps Kindern sind inzwischen ins Familienunternehmen eingestiegen.
gibt einen Spruch, der heißt, Tradition ist nicht das Verehren der Asche, sondern das Feuer am Lodern halten. Kennst du noch mit dem Weidewechsel von der Lampe? Da dann wächst mittlerweile auch wieder so eine richtige Kleematte auf dem Feld. Das Familiengut am See stammt von 1492. Aber die Energieversorgung ist nachhaltig und modern. Dem Hauptgebäude hat Sepp Solarzellen verpasst. Hätten meine Vorfahren das gesehen, die hätten gesagt, das ist ein Wahnsinniger, der das Haus mit Glasplatten deckt. Weil das kann nur schief gehen. Hätte man denen aber gesagt, aber diese Glasplatten bringen so viel Kraft, als 120 oder 150 Pferde ziehen können, dann hätten sie gesagt, das braucht man sofort. Zum Anwesen gehören auch ein Campingplatz und eine große Badebucht. Die Sommerfrische hat große Tradition im Salzkammergut. Rund um den Eiselstrand mischen sich die Feriengäste mit den Einheimischen, die sich genauso gern im türkisen Wasser abkühlen. Wer keine Lust auf einen Badetag hat, der kann hinauf auf einen der zwei Hausberge des Wolfgangsees. Den Schafberg im Norden oder das Zwölferhorn im Süden. Um diese Heimat zu bewahren, ist Biolandwirtschaft für Sepp Eisel selbstverständlich. Wir sind kein Konzern, sondern wir sind ein Erbhof. Wir sind Bauern und nur wenn es unseren Tieren gut geht, können wir Lebensmittel produzieren, die uns Menschen gut tun. Die 49 Jungschafe der Familie dürfen deswegen in die Sommerfrische. Heute ziehen sie auf eine frische Almwiese um. Das ist natürlich für die Schafe auch ein bisschen Urlaub auf der Alm. Es ist aber schon auch für die Fitness der Tiere sehr gut. Uns ist auch wichtig, dass die Schafe dort lernen, rein mit Grundfutter umzugehen. Das heißt nur mit Gras, dass wir nicht Getreide brauchen, dass wir nicht aus Übersee Futter her transportieren müssen. Gut gegangen. Bravo, Leute. Bravo, Mädels. Super. Für die Zukunft des Hofs haben Eisels schon eine Lösung. Sohn Josef wird ihn eines Tages weiterführen. Die Herstellung von Eis aus Schafmilch verantwortet er schon und hat inzwischen fast 40 verschiedene Sorten kreiert. Freiwillige, die auch neue Geschmacksrichtungen testen, haben Eisels zur Genüge. 8 von 10 Enkelkindern sind heute zu Gast auf dem Hof. Schaut einmal, kann ich Papier nochmal abbrechen? Ich meine, ich habe das Beste als. Nein. Ja? Nein. Meine ist das Beste. Nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein. So ein großes Leben. Was mir eigentlich am wichtigsten ist der Friede in der Familie. Ein liebevoller Umgang miteinander. Dann sind fast alle Dinge machbar und lösbar. Das Salzkammergut ist ein Landstrich, in dem Menschen tief wurzeln. Eine Region der schroffen Gipfel, der ausgedehnten Wälder und tiefen Seen. Mitten in Österreich und doch über Jahrhunderte abgeschieden. Das hatte mit den Salzvorkommen in den Bergen zu tun. Oberhalb des Hallstätter Sees etwa, bei Bad Ischl oder am Altausseer See. Salz war wertvoll. Der Landstrich von Gmunden bis Hallstatt wurde deswegen ein Kammergut, ein Privatbesitz der österreichischen Kaiser.
Rein oder raus ging es nur mit einem Visum. Und so sind die Arbeiter der Salzminen und die Holzknechte in den Wäldern lange unter sich geblieben. Eine besondere Geschichte, die die Menschen hier bis heute beeinflusst. Zum Beispiel den Koch Lukas Nagel, dessen Leidenschaft dem Geschmack des Salzkammerguts gilt. Es ist früh am Morgen. Gemeinsam mit Fischer Benny Meyer fährt Lukas raus auf den Traunsee. Seit über 10 Jahren ist er der Chef im Restaurant Bootshaus in Traunkirchen und steht für eine anspruchsvolle, regional geerdete Küche. Die Salzkammergut-Küche war eigentlich eine arme Leute-Küche, also sehr geprägt von dem, was sie hatten bzw. nicht hatten. Also es ist geprägt von einfachen Arbeiter- und Holzfällergerichten. Man hat einige Sachen importieren müssen und die, was man hatte, hat man halt bestmöglich verarbeitet. Sachen aus dem Wald, Fische aus dem See, ja, und Wildkräuter, und das führen wir fort. Mit Benny Flussbarsche zu angeln schafft Lukas nur ein paar Mal im Jahr. Du musst da nicht so eine fahren, glaube ich. Nicht so mehr und dann zuppeln. Die Lieblingsplätze der Einheimischen am See liegen da, wo keine Straßen hinführen. Aber das ist voll geil da. Kommen wir da wieder weg, ohne da? Ja, passt da. Langsam. Ja. Warte mal. Lukas hat auch einiges von der Welt außerhalb des Salzkammerguts gesehen. Und das hat seine Art zu kochen beeinflusst. Da sind so viele Muscheln drinnen. Hey. Geiles Platz, oder? Die Art, wie wir Fisch einkaufen bzw. beziehen, ist eigentlich eine, die ich in Afrika kennengelernt habe. Man muss den gesamten Fang des Fischers kaufen, um eine gewisse Art von Sicherheit für den Fischer auch abzugeben. Und es fordert und fördert einfach die Kreativität von einem Koch. Ja, ja, Mann. Hey, Lukas! Lukas! Ja, Mann. Schau mal! Kirsche! Super, Lukas! Benni, hilfst du mir schnell? Ah, ist jetzt ein Scherz. Na, warte. Ein paar kleine Flussbarsche reichen als Tagesfang nicht, obwohl Lukas auch aus ihnen etwas zaubern kann. Vor 100 Jahren hat es am Linzer Fischmarkt über 70 verschiedene regionale Fischarten gegeben. Und ich habe mir gedacht, wo sind diese Fischarten? Wo? Bringt sie mir. Und dann haben die Fischer gesagt, ihr braucht das wirklich. Das sind doch alles Katzenfische. Ne? Ja, und ja. Haben wir dann probiert und gedüftelt und gemacht. Und, ja. So sind halt viele Sachen entstanden, ganz viele tolle Sachen. Ja. So, du schaust, dass du die weiße Boje schnappst. Ja, passt. Und irgendwie ein Berserker. Du ziehst vorne und ich lasse hinten rein. Ach. Also, du musst einfach Rückenspannung haben, gescheitert. Genau, ja. Rot stehen. Ja. Wir Köche müssen wieder mehr mit den Produzenten oder mit den Fischern, Bauern und Jägern im Gespräch sein, mehr Zeit damit verbringen, auch, dass man sieht, was die tun. Da geht es um Wertschätzung, da geht es um Nachhaltigkeit, natürlich um Freundschaft und das, was einen glücklich macht. Ja, klar. Du gehst einfach viel wertschätzender um mit dem Ganzen, wenn du weißt, was dahinter ist. Es ist wie wenn du jagen gehst. Es ist nicht so, dass das Arbeiten in der Natur und mit den Händen, so wie das im Salzkammergut seit frühester Besiedlung gemacht wurde. Das ist auch Benny inzwischen lieber als ein Bürojob. Seit kurzem ist er in Vollzeit Fischer auf dem See.
Zurück beim Restaurant bereitet Lukas einige Rheinanken zum Räuchern vor. Was gesöcht, sagt man bei uns, oder was Geräuchertes, geht immer. Und selbst der Fisch, ne? Muss nicht immer Schweine sein. Danach macht sich Lukas auf dem Kalvarienberg hinter dem Restaurant auf die Suche nach Waldhimbeeren. Wir gehen grundsätzlich einmal am Tag auf jeden Fall in den Kräutergarten oder in den Wald und holen uns das, was wir brauchen für den Tag. Also gewisse Produkte sind auch so flüchtig, die man eigentlich nur sammeln und sofort verwerten kann. Zutaten nach Saison und Fisch nach Fang. Im Restaurant stellt Lukas die Menüs dann für jeden Gast individuell zusammen. Er hat gelernt, damit umzugehen, dass mal viel, mal wenig Fisch zur Verfügung steht. Wir legen ein, wir fermentieren, wir machen selbst Matjes aus Rheinanken, wir räuchern, wir beizen, wir böckeln. Ja, also. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Die kleinen Flussbarsche verwendet Lukas für ein Kindergericht. Statt Fischstäbchen gibt es Barschröllchen in der Schneckenpfanne. Das sind dann die Bäuche sozusagen. Also die schmeißen die meisten dann halt irgendwie weg, aber kann man auch ganz easy rausschneiden. Die Sojasauce stellt Lukas selbst her. Und das alte Brot ist ein Verweis auf die karge Küche der früheren Holz- und Salzarbeiter. In Speisen von einst findet Lukas immer wieder Inspiration. Diese Geschmacksbilder der Kindheit, die einfach die Menschen lieben und die Menschen schöne Momente bereiten und die auch immer danach suchen, die kann man auch ein bisschen flankieren mit einer Raffinesse, ohne dass man jetzt etwas kompliziert gestaltet. Also es muss einfach sein. Meine Großmutter hat immer ein Erdbeer-Dessert gemacht, ganz einfach mit Schlagobers und mit spanischem Wind, nannte sie das. Also das Baiser bei uns in Österreich. Und ja, es schmeckt jedem Kind, wie auch der älteren Dame, die zum Geburtstag zu uns kommt. Fertig. So wird Vergangenheit zukunftsweisend. Und es werden viele wieder hierher ziehen wollen, weil es so schön ist. Und es war eine kreative Gegend, oder? Wir haben hier Schnitzer gehabt und Künstler und Musiker. Und es wird vielleicht wieder mal so sein, hoffentlich. Eine bunte Gegend, ja. Ende Mai im Ausseerland, im Osten des Salzkammerguts. Den Einheimischen sagt man nach, dass sie ihre Feste zu feiern wissen. Eins der bekanntesten ist das Narzissenfest. Zum Frühlingserwachen werden mit diesen Blumen fantasievolle Riesenfiguren dekoriert. Hier wird so ein vergängliches Kunstwerk heute mit der Hilfe von Freunden und Verwandten vollendet. Auf dem Hof, auf dem Franz Leutzel aufgewachsen ist. Und wenn man auf den Kopf auch dran und den Flickel noch weg. Seit 25 Jahren nimmt der Tischler mit seinem Freund Thomas Feldhammer am Wettbewerb des Fests teil, bei dem am Ende die schönsten Figuren prämiert werden.
Bis 1996 hat mich das Narzissenfest nicht viel interessiert, aber nachher habe ich irgendwie das Fieber bekommen. Jetzt wollen wir mehr und wollen wir vorne dabei sein. Mit einem 4x2 Meter großen Adler gehen die beiden diesmal ins Rennen. Bis morgen früh müssen 70% der Figurenfläche mit Narzissen besteckt werden. Den Kopf tun wir einfach auf Seiten. Und nicht so viel anschmeißen. Es wisst ihr eh, wie viel Arbeit das ist, ein bisschen Brocken. Einen lebensechten Adler zu zeichnen, ist schwierig. Ihn aus Metall, Draht und Materialien wie Rinde, Schilf und Moos zu modellieren, ungleich schwerer. Wir haben auch etliches Mal wieder auseinandergeschnitten, weil einfach die Proportionen oder die Rundungen irgendwie nicht gepasst haben. Ist auch heuer wieder gewesen beim Adler, dass die Füße zu kurz waren. Vor einer Woche haben wir noch einmal voneinander geschnitten und haben höher gebaut, dass er schöne Füße hat sozusagen. Ungefähr da sind wir. Messen wir geschwind. Ein Moosbantel haben wir bei mir, da ist Tischler. Genau erwischt. So. Passt. Gut so. Der erste Teil ist da. Sauber gemacht, Bum. Danke, Manda. Sauber gemacht. Ja, wir sind auch schon einmal in der Nacht ausgerückt, noch Narzissen pflücken mit Stirnlampen und Lampen. Ich bin Gott sei Dank bei der Feuerwehr und da habe ich mir etliche Lampen ausgeliehen. Und oft haben wir in so Wiese ausgeleuchtet und dann haben wir noch ungefähr 10 Kübel gepflückt. 10 Kübel sind ungefähr ein halber, dreiviertel Quadratmeter zum Stecken. Nein. Bist du nicht zufrieden? Doch, doch. Immer. Ich bin immer zufrieden. Ich habe noch nie geschimpft. Glaube ich halt. Nur in der Zeit liegen wir sehr gut. Ich schätze, so ungefähr auf Mitternacht, da wir ungefähr fertig sind, dürfte sie ausgehen. Wochen der Vorarbeit stecken in dem Adler. Ob er so aussieht, wie er hofft, wird sich erst im Lauf des Abends zeigen. Der nächste Morgen. 8 Uhr in Altaussee. Der Adler ist unterwegs. Gelandet. Morgen. Morgen, grüß dich. Die größte Problemzone der letzten Nacht war der Festwagen. Ja, wir haben leider zu wenig Moos gehabt. Und dann bin ich um 1:30 eben schlafen gegangen und um 5 Uhr wieder relativ eilig auf und noch in den Wald gefahren, Moos nachholen. Gott sei Dank ist Tageslicht schon gewesen und man hat so seine gewissen Plätze, wo man weiß, da kann man hinfahren jederzeit. Die Narzissenfiguren werden von tausenden BesucherInnen bewundert und von einer Jury bewertet. Das ist Schiff. Ein altes Schiff von voriges Jahr. Nein. Ja. Nein, wird das super gemacht. Ja, danke schön. Ja, in der Nachbarschaft traut man sich nichts anderes. In den letzten Jahren haben Franz und Thomas immer wieder Spitzenplätze belegt. Bewertet werden die Figuren mit einem 10-Punkte-System. Die Kreativität, die Größe, die Proportionen, die Dichte von den Narzissen. Der Gesamteindruck, wie es rüberkommt. Das ist sehr schön geworden, also da hängt nichts runter, gell? Die Ausführung. Sehr schön. Wunderbar. Am Vormittag setzt der berüchtigte Schnürlregen ein.
Trotzdem ist das Narzissenfest ein Besuchermagnet. Das Ausseerland ist die Trachtenhochburg von Österreich. Nicht nur für die Figuren geht es hier ums Gesehenwerden. Gegen Mittag wird das Blumenkunstwerk hinunter zum Altausseer See chauffiert. Das müsste normalerweise passen, vom Schwerpunkt her. Adler, flieg! So, den größten Vogel haben wir. Dann gehen wir an Bord. Der Höhepunkt jedes Narzissenfests, der Seekorso, erfordert heute eine gewisse Wetterfestigkeit. Schiff ahoi, traumhaft. Ein typisches Saltausseer wieder. Ausseerland ist einfach meine Heimat. Und die Leute sind in gewisser Hinsicht Eigenbrötler, aber sie sind auch für vieles offen, was Auswärtige oft nicht glauben. Und wir sind gesellig. Inzwischen stehen die Wettbewerbsplatzierungen fest. Zweiter ist geworden der Adler der Familie Thomas Feldham und Franz Leutzel mit 691 Punkten. Ist jetzt schwer zu erraten. Es ist Gustl der Schneemann gewesen. Vielleicht war es ein bisschen wetterbedingt oder auch nicht. Der Adler liegt 3 Punkte hinter dem Schneemann. Franz und Thomas haben das Herzschlagfinale verloren. Also wir sind sehr zufrieden mit der Figur. Mit der Platzierung nicht ganz, aber es geht auch in Ordnung. Vom Ausseerland führt der Pötschenpass hinüber in ein Tal, das der Traungletscher während der letzten Eiszeit ausgekerbt hat. Hier liegt fjordartig der Hallstätter See. Hall haben die Kelten das Salz genannt, das sie schon vor Jahrtausenden hier abgebaut haben. Salz, das aus versiegten Urzeitmeeren stammt. An die salzhaltigen Berge geschmiegt liegt der kleine Ort Hallstatt am Ufer des Sees. Nur etwa 800 Einwohner leben hier. Trotzdem ist Hallstatt weltberühmt für seine Silhouette, die einsame Alpenromantik verströmt. Vor einem guten Jahrzehnt wurde eine Hallstatt-Kopie in der chinesischen Provinz Guangdong gebaut. Dem Original im Salzkammergut hat das enormen Zulauf beschert. Vor allem von Fans aus dem asiatischen Raum. Inzwischen wird die Zahl der Busreisenden, die nach Hallstatt kommen, eingeschränkt.
So soll das Dorf ein Stückchen seiner Beschaulichkeit bewahren. Zu viel Idylle und zu viel Tradition können durchaus auch beengend sein. Gerade wenn man jung ist. Da muss man auch mal ordentlich rebellieren, natürlich. Und sehr dagegen sein. Ich war da eine Zeit lang sehr dagegen. Also habe natürlich in einer Punkband gespielt. Das war klar. Simone Zopf ist Musikwissenschaftlerin und Instrumentenbauerin. Sie ist im Salzkammergut aufgewachsen. Einer Region, in der man keine Subkultur vermutet. Es gab einen Punk im Ausseherland, einen echten. Ja. Und dann gab es halt eineinhalb Gruftis und dann ja vier überbliebene Hippies. So irgendwie, dann war es zusammengerammt. Gell. Und ich habe mir halt die Leute gesucht, die irgendwie halt komisch angezogen waren, sich komisch verhalten haben. Und ich habe geglaubt, dass die halt irgendwas mehr wissen oder mehr können. Simone entflieht der Enge ihrer Heimat, als sie in Wien Musikwissenschaft studiert. Und dann gab es eine Exkursion, quasi eine ethnologische, in Salzkammergut zum Fasching nach Aussee. Und man hat mich als Native Speaker quasi mitgenommen. Und es war so lustig, weil ich plötzlich von dieser Außenposition wahrgenommen habe, was für ein Spaß das ist, wie kreativ die Leute sind. Also da gibt es also ganz viel Widersprüchliches und da konnte ich wieder andocken. Kreativ, eigensinnig, ein bisschen rebellisch. Diese Eigenschaften kann Simone ausleben, wenn sie außergewöhnliche Instrumente aus Holz baut. Das hat mich immer schon fasziniert und dass man dann auch so etwas Feinteiliges wie eben ein Musikinstrument aus Holz schaffen kann, das dann auch noch nicht nur gut riecht, sondern auch noch wunderbare Töne machen kann. Das Holz für diese Töne, Ahorn, Fichte, auch Obstbäume, findet sie oft im Salzkammergut. Hier gibt es die schattigen Höhenlagen, in denen gute Instrumentenhölzer wachsen. Und Simone hält immer nach ihnen Ausschau. Das ist was Jägersammlerisches. Man sieht einen Baum und fragt, wer gehört dem und so. Also das ist wirklich so ein Jagdfieber, kriegt man dann und denkt, hoffentlich braucht den niemand anderer. Und aber nicht immer bekommt man die Bäume, manchmal wird er einfach auch verbrannt. Simones aktueller Auftrag? Eine Viola da Gamba, eine Geige aus der Renaissance- und Barockzeit. Da kann ich mich nicht unbedingt festhalten an Vorhandenem, sondern muss selber forschen. Aha, welche Vorbilder gibt es? Und dann liest man Bücher, schaut in Museen. Und dann habe ich halt für mich den Anspruch, eben nicht zu kopieren, sondern selber zu entwerfen. Und dann ist dann noch die Musik selbst. Mit ihren Freundinnen Miriam und Margret ist Simone unter dem Namen Schwesternvolk aktiv. Alle drei spielen selbstgebaute Instrumente. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also Musik machen und auch zu lernen über die Musikwissenschaft, dass es hier auch eine ganz spezielle Volksmusik gibt. Da konnte ich plötzlich dann auf meine Herkunft stolz sein. Das war was Besonderes. Doch, tja, okay. Es ist nicht nur eng. An der Bundeslehranstalt in Hallstatt leitet Simone als erste Frau die Instrumentenbauwerkstatt. Heute sind einige Ehemalige mit ihren Abschlussinstrumenten zu Gast. Benjamin und seine 13-chörige Barocklaute zum Beispiel. Wieso hast du das Projekt ausgesucht? Genau das? Ich habe vorgehabt, mich handwerklich auch ein bisschen zu fordern. Und so wie bei der Geige sind da halt viel Spielereien, wie jetzt zum Beispiel ein geschnitzter Kopf oben, dann die gestochene Lautenrosette, immer was Spezielles. Und genau, eingelegte Perlmutterherzen, das sind so Spielereien, die das Ganze spannend machen. Aber dafür hast du das wirklich gut hinkriegt, muss man sagen. Also fantastisch, fantastisches Ergebnis. Ihr habt dazwischen schon noch mal gezittert, ob sich das alles ausgeht und so. Ja. Hier in der Werkstatt hat Simone mit jungen Menschen zu tun, die aus dem gleichen Holz geschnitzt sind wie sie. Die auch nicht immer gerade Wege gegangen sind. In der Hochschule sollen die Studierenden die Grundlagen des Instrumentenbaus verinnerlichen, um dann kreativ mit ihnen umgehen zu können.
Also innerhalb dieser historischen Beschränkungen geht wieder ein Riesenfeld auf an wunderbaren Möglichkeiten. Und das ist so beglückend, ja. Wenn man merkt, da gibt es ein Gitter dahinter, das zusammenhängt. Das finde ich absolut faszinierend. Das lässt mich manchmal nicht schlafen. Ja. Dank dieser Leidenschaft hat Simone mit einem Kurs entschlüsselt, wie Antonio Stradivari seine legendären Geigen entworfen hat. Eine sensationelle Entdeckung. Wo müssen wir denn hin? Ich finde es immer noch fantastisch, diese Geschichte, muss ich sagen. Ich habe jedes Jahr wieder Skizzen von Stradivaris den Schülern vorgelegt. Da sieht man Zirkelschläge drauf. Man weiß aber nicht genau, was sie bedeuten. Ja, aber schau. Simone setzt eine Gruppe Studierender auf den Sinn dieser Zirkelschläge an. Und die waren einfach die ideale Mischung aus jemand mathematisch Begabten, einer ganz fantastischen Zeichnerin, einer, der immer gezweifelt hat. Immer hat er was dagegen gesagt. Einer, der gerne italienische Quellen im Original gelesen hat. Und diese Mischung war es dann irgendwie. Das heißt, die Gruppe stößt auf ein antikes Architektenmaß. Hat Stradivari beim Geigenbau damit die Lage aller wichtigen Elemente festgelegt? Basieren die rätselhaften Zirkelschläge der Skizzen auf diesem Maß? Und wir legen diese Maske über verschiedene Cremoniser Geigen und wir fallen aus allen Wolken, weil jeden Konstruktionspunkt, den wir bisher suchten, lag auf diesen Kreisen. Und mittlerweile geht das in 10 Minuten, kann man eine Geige konstruieren. Okay. Eine Weltsensation. Möglich geworden dank der Hallstätter Detektivarbeit. Auch wenn das Salzkammergut gerade im Winter eng und bedrückend sein kann, Simone hat ihren eigenen Weg gefunden. Die einzige Rettung, ja, ist aus meiner Sicht Kreativität. Solange ich Kunst und Musik habe, ja, kann ich meine Seele irgendwo anders hinbringen und kann diese dunkle Zeit auch überstehen. Mancher Täler kann man auch oberhalb von Simones Wohnort entfliehen. Auf dem Krippenstein, dem Aussichtsberg des südlichen Salzkammerguts. Der Krippenstein war der erste 2000er der Region, der durch eine Seilbahn auch Nicht-BergsteigerInnen zugänglich gemacht wurde. Über Flächen aus verwittertem Kalkstein hinweg ist nach Süden der Dachsteingletscher zu sehen. Weltnaturerbeblick wird die Aussicht auch genannt. Nach Norden reicht sie weit hinein ins Salzkammergut. Etliche Berge der Region sind durchzogen von weitläufigen Höhlensystemen. Die wenigsten sind erschlossen und bieten ein so eindrucksvolles Erlebnis wie die Rieseneishöhle am Krippenstein. Das Eis entsteht durch Wasser, das durch Risse in den Felsen einsickert und in der Winterluft zu bizarren Formationen gefriert. Jetzt, im Sommer, herrscht Tauwetter in der Höhle. Wasser im Berginneren. So lässt sich auch Salz aus Gestein lösen. Die sogenannte Sohle leiten Salzarbeiter seit dem Mittelalter ins Tal und verdampfen das Wasser dort wieder. Übrig bleibt
das Salz. Transportiert wurde die kostbare Fracht auf den Autobahnen der damaligen Zeit, den Seen und Flüssen. Einer der Kleintransporter von einst war die Plätte. Sie war schlicht, stabil und man konnte sie überall an Land ziehen. Wolfgang Müllegger ist Bildhauer, Messebauer, manchmal Maler. Und er ist einer der wenigen im Salzkammergut, der noch traditionelle Plätten baut. Vor allem, weil es ihm Spaß macht. Ich bemühe mich schon, dass ich nur Dinge tue, die mich wirklich freuen, weil das ist mein Leben und man hat nur eins. Und es gibt so viele Leute, die so unglücklich sind in dem, was dann. Weil sie einfach nur machen, was die Masse macht. Oder was alle rund um er tun. Und sie hinterfragen es gar nicht. Und dort war ich auch mal und dort war ich aber unglücklich und dort möchte ich nicht mehr hin. Wie man so ein Boot baut, wird immer nur mündlich weitergegeben. Und Wolfgang ist der Job während der Bildhauerausbildung zugeflogen. Da hat es einen Lehrer gegeben, der das nebenbei praktiziert hat, das Blättenbau. Und der hat einen Nachfolger gesucht, weil es nicht mehr gefreut hat. Und so bin ich da reingestöpelt, da haben sie mich zuerst ein paar Mal gefragt, ob ich das da will. Und ich war eigentlich nie so recht motiviert, weil ich schon so viele Sachen gehabt habe. Und dann habe ich mich da überreden lassen und das ist dann vorne ins andere gegangen, bis zu dem Zeitpunkt jetzt. Beim reinen Traditionserhalt hat er es nicht belassen. Seine Kammergutplätte, gemeinsam entwickelt mit einem Kompagnon, ist eine Freizeitbootversion des Klassikers. Es ist eine Manövrierfähigkeit, genau. Es ist ja extrem wendig. Es ist ja lustig zum Fahren mit dem Ding. Du kannst wirklich unter voller Fahrt die Kreise drehen am See. Seit 2021 sind die Plätten im Salzkammergut sogar immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. Wolfgang Müllegger ist das nicht wichtig. Tradition ist gut, und, aber Tradition muss sich ja weiterentwickeln können. Das darf kein Stillstand sein und das darf auch nicht ein Weg sein. Im Gegensatz zum Original ist die Kammergutplätte klein genug, um sie schnell zu transportieren. In Bad Aussee hat Wolfgang seine Werkstatt. Heute wird eine traditionelle Plätte fertig. Weil das eine Menge Arbeit ist, geht Wolfgang hin und wieder Georg Holzmann zur Hand. Ein alter Freund aus Hochschultagen. Als die beiden sich kennenlernen, ist Wolfgang Ende 20 und hat gerade sein altes Leben als Dachdecker, Spengler und Fernfahrer hinter sich gelassen. Jetzt legen wir das Zeug ein. Wir kommen halt aus einer Familie, aus einer Gesellschaft, wo Tradition eine große Rolle spielt, wo Arbeit eine große Rolle spielt. Ja, damals ist das erste Haus fertig gebaut gehabt und hat mir gedacht, so jetzt, das kann jetzt nicht alles gewesen sein, ich möchte mal was für mich tun. Dazu gehört inzwischen auch der Plättenbau. Da, oder? Ah, ist verkehrt. Das ist die falsche Seite. Gut, dass ich es angeschaut habe. Okay, Chef. Gib keinen Chef. Ich tue auch Falter lesen. Das hat mich so fasziniert, weil einfach die Form so schön ist und die Arbeit schön ist. Und wenn man es über den See fahren sieht, ist das schön. Also es ist nur eigentlich nur ein gutes Gefühl, wenn man mit dem zu tun hat. So, jetzt ist komplett. Du kannst heimfahren. Ja, passt.
Feierabend, daheim in Obertraun am Hallstätter See. Mit knapp 50 Jahren ist Wolfgang zufrieden mit den neuen Anstößen, die er seinem Leben gegeben hat. Leben nach den eigenen Bedingungen ist für mich schon leicht. Weil es nicht anders geht. Es ist für die nicht leicht, die mit mir zu tun haben. Ich stelle mir keinen Wecker, weil da kriege ich mir frisch am Morgen Geschwür, wenn ich einen Wecker her. Und somit habe ich einen natürlichen Tagesrhythmus und ich habe ein Arbeitspensum, was ich für mich erfüllen möchte. Keine Ahnung, über einen Auftrag für Blätten oder für eine Skulptur oder daheim sind Sachen zu erledigen. Das nehme ich mir dann vor. Eins hat Wolfgang für heute noch auf der Liste: das Bauprinzip der klassischen Plätte aufzuzeichnen. Für einen Keramikkünstler vom Traunsee, der Wissen in einem besonderen Archiv bewahrt. Der Martin Kunze, der brennt Daten auf Keramikfliesen und lagert die im Salzburg ein. Das ist ja eine faszinierende Idee. Der Gedanke, dass man Skizzen wo drauf macht, was sich so lange erhält und wird dann für irgendwann gefunden. Das schmeichelt ein bisschen dem Ego, das ist so einzigartig, so großartig. Also so ein Baum bringt man zwei Blätten raus. Für die Plätten von einst wurden ganze Bäume verwendet. Die breiten Bretter aus der Baummitte für die Seiten, die schmaleren für den Boden. Selbst die Wurzeln hat man verwendet. Das sind die Querträger, die Fuhr zusammenhalten. Und zwar, die haben früher gehackt worden aus dem Wurzelansatz vor einem Baum. Also wenn das der Wurzelansatz ist, jetzt, wenn man sich das ein bisschen abstrakt vorstellt, sind diese Teile ausgehackt worden. Wolfgangs Plättenplan ist eher ein Kunstwerk als eine Bauzeichnung. Wenn wir da jetzt eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kipfen. Und bei den Vorrichtungen für die Ruder kommen dann sogar noch heimische Nutztiere ins Spiel. Da ist der Ochsenzahn eingehängt. Der Ochsenzahn ist, wenn man einen Ochs nimmt, Hörner, Ochs, Füße, Schwanz hinten, Schwanz unten. Und vom Schwanz unten ist das eine Sehne in Wirklichkeit und da wird ein Ring gemacht. Noch ein paar hilfreiche Zahlen. Fertig. Die erste Verschriftlichung. Tada. Die kommt in den Berg. Und ja, wenn sie es dann finden, dann können sie es nachbauen. Oder auch nicht. Der Plättenplan kommt in die Post und beginnt seine Reise in die Ewigkeit. Wolfgang Müllegers Haus liegt unweit der historischen Hauptverkehrsader des Salzkammerguts, der Traun. Der Fluss, auf dem Salz, Holz und Lebensmittel transportiert wurden, fließt durch das Ausseerland und durch den Hallstätter See, verbindet ihn mit dem Traunsee, verlässt dahinter das Salzkammergut und mündet bei Linz in die Donau. Der 12 Meter hohe Traunfall war auf dieser Handelsroute eines der gefährlichsten Hindernisse und musste lange Zeit mühsam auf dem Landweg umgangen werden.
Hier entspringt einer der drei Quellflüsse der Traun. Am Toplitzsee, am Fuße des Toten Gebirges. Von hier wurde Holz Traun abwärts geschickt, um den riesigen Bedarf der Salzindustrie zu decken. Andere Schätze sollen hier versteckt worden sein. Hartnäckig hält sich lange das Gerücht, die Nationalsozialisten hätten in dem dunklen Wasser Gold versenkt. Unweit des Toplitzsees liegt der kleine Ort Gössel mit seinen im Stil des Ausseerlands verzierten Bauernhäusern. Dahinter fließt die junge Traun in den Grundlsee, wegen seiner Größe auch bekannt als das Steirische Meer. Und von dort weiter durch das gesamte Salzkammergut. Bis hinein in den Traunsee. Und zur Salzhandelsstadt Gmunden an dessen Nordspitze. Hier am heutigen Marktplatz kamen die Salzlieferungen aus der gesamten Region an. Kein Holz durfte das Salzkammergut verlassen. Das hatte der Kaiser so verfügt. Deswegen wurde in Gmunden aus- und umgeladen und das Salz in die Welt geschickt. Weil in der Handelsstadt viel Geld zu verdienen war, haben sich in Gmunden während der Renaissance Keramikspezialisten aus Italien angesiedelt. Ihre Nachfahren haben Gmunden zu einem der wichtigsten Keramikzentren in ganz Europa gemacht. Einer dieser Nachfahren ist Martin Kunze. Ich habe ja Keramik studiert. Ich komme jetzt nicht aus der Keramiktradition, aus einer Töpferei oder so. Auf der Kunsthochschule ist dann der Zugang schon ein anderer. Unter anderem lernt man, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Und so ist Martin auf die Idee mit dem MOM gekommen, dem Memory of Mankind Archiv, für das er Keramik als Wissensspeicher verwendet. Was wird von unserer Zeit bleiben? Wird alles digital niedergeschrieben, ganz wenig, nur noch dauerhaft schriftlich. Und da haben wir gedacht, wenn das so weitergeht, wird man vielleicht in 1000 Jahren allerhöchstens diese Prägungen auf der Unterseite von Edelstahlkochtöpfen finden, als die Schriftartefakte des 21. Jahrhunderts, was ich Made in China, IKEA, als die Schriftstücke unserer Zeit. Während digitale Daten wenig beständig sind, haben Keramiken Jahrtausende überlebt. Und Wissen auf Keramik zu speichern, ist für den Keramiker recht einfach. Diese Technologie existiert, diese Art keramischen Druck, mit Farben auf keramische Oberflächen kann man das aufbringen und einbrennen, um so die haltbarsten Datenträger herzustellen. Tafel 852. Auch der Plättenplan des Künstlers Wolfgang Mühlegger soll so für spätere Generationen bewahrt werden. Martin Kunze digitalisiert das Werk ein und überträgt es dann auf eine Keramikfliese. Keramik als Informationsträger zu verwenden. Ich meine, so neu ist es nicht. Ja. Babylonische Keilschrifttafeln sind 5000 Jahre alt. Zumindest der Proof of Concept ist da, dass es Jahrtausende lesbar bleibt. Und jetzt kommt es von diesem Transferpapier auf die Fliesen drauf. Und dieses Trägerpapier wird ganz vorsichtig drunter weggezogen.
Dann wird das aufgepresst. Zuerst mal vorsichtig schauen, dass keine Blasen drunter sind. Nach dem Brennvorgang sind eine ganze Reihe neuer Wissenstafeln fertig. Das sind sogenannte Steinzeugfliesen, also bessere, qualitative Fliesen, auf die das aufgebrannt wird. Natürlich können die brechen, aber wenn das bricht, ist die Information nicht weg. Also das, was Archäologen heute machen, nämlich Scherben zusammensetzen, kann man im schlimmsten Fall mit diesen Datenträgern auch machen. Inzwischen forscht Martin an immer dünneren Keramikdatenträgern, auf die mittels Laser mehr Informationen gespeichert werden können. Die fertigen Steinzeugtafeln bringt Martin an einen Ort, an dem sie über Jahrtausende sicher sein sollen. Keramische Schatzkarten sollen eines Tages helfen, diesen Ort wiederzufinden. Da sieht man den Umriss vom Hallstätter See zu den heutigen Umriss. Der Token verweist auf das Salzbergwerk über dem Hallstätter See. Es ist das älteste Salzbergwerk der Welt. 7000 Jahre ununterbrochener Salzabbau, wahrscheinlich die älteste Firma der Welt. Das finde ich einen passenden Platz, um Geschichten den nächsten Jahrtausende weiterzugeben an einem Ort, der schon so viele Jahrtausende Geschichte hat. Salz hat so eine Art Eigenschaft wie eine zähe Flüssigkeit. Das fließt mit ein paar Zentimeter pro Jahr in jeden Hohlraum hinein und versiegelt es dann auch. In wenigen Jahrzehnten ist der Zugang dann zu. Das ist deswegen wichtig, denke ich, um das Archiv vor der größten Gefahr zu schützen, nämlich dem Menschen selbst. Vor 200 Jahren hat der Wilhelm von Humboldt ja schon gesagt, nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Wer auch immer Martins Archiv eines Tages findet, soll dank seiner Inhalte ins Herz unserer Zeit schauen können. Was den Leuten wichtig ist heute, Visionen, Träume und Befürchtungen und so, ja, das ist eine Geschichte, die von unten erzählt wird, ja, weil jeder mitmachen kann. Das sind Tafeln vom Corona-Tagebuch, wo Jugendliche eingeladen wurden, ihre Corona-Zeit zu dokumentieren. Die waren auch selber hier, um ihre Tafeln einzulagern. Ja, da haben wir jetzt auch die Tafel von der Blätten. Also das finde ich ganz besonders spannend, wie in der Zukunft Leute das finden, wie das interpretieren, was das sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass man drauf kommt, dass es hier um Bootsbau geht. Und das wird wahrscheinlich wirklich das Rätsel auf der Tafel, was der Ochse mit einem Bootsbau zu tun hat. Thank you.
Ufer der Traun, zwischen Hallstätter und Traunsee, liegt Bad Ischl. Weil man mit salzigem Wasser auch Krankheiten heilen kann, ist hier einst ein Kurort entstanden für den royalen Jetset Europas. Die Kaiservilla am Rand von Bad Ischl. Ein Hochzeitsgeschenk von seiner Mutter an Franz Josef, Kaiser von Österreich, und seine Frau Elisabeth, genannt Sissi. Das Salzkammergut ist für Franz Josef der irdische Himmel. Hier hat er die Sommer seiner Kindheit verbracht. Unverkennbar die Jagd lieben gelernt. Und verpasst als Regent deswegen 68 Jahre in Folge keine Sommerfrische in Bad Ischl. Auch die prominente Kurgemeinschaft wird vom Zuckerbäcker Zauner mit Kuchen und Torten versorgt. Das Zauner lebt noch heute von der Kaffeehauskultur alter Schule. Süßspeisen und das Kaiserhaus sind hier direkt miteinander verbacken. Josef Zauner und sein Sohn Philipp, der das Haus inzwischen übernommen hat, sind auf der Suche nach dem Rezept, das diese Verbindung belegt. Das ist das. Das Rezeptbuch stammt aus der Regierungszeit Franz Josefs. Diese alten Rezepte entziffern ist gar nicht mehr so einfach. Gut, man sieht ja, dass wirklich im Einsatz war, das Buch. Ja, Creme, Schnitte, ja. Sachertorte, Zwieback, Marillentascherl. Ja, da haben sie ein bisschen geschmiert. Da ist der Kugelhupf. Ist das der richtige? Ja. Wie viel haben wir da jetzt? Mehl haben wir? Ein Kilo. 12 Eiter da. Mhm. Gewaltig. Wahnsinn. Da. Früher hat man überall mehr Eier reingegeben. So, ja. Beim Spazieren durch Bad Ischl ist der Kaiser oft von der Schauspielerin Katharina Schratt begleitet worden. Franz Josef ist regelmäßig bei ihr zu Besuch. Und bekommt einen Gugelhupf aufgetischt. Selbst gebacken. Meistens zumindest. Denn das Rezept hat die Schauspielerin auch dem Zauner verraten. Sicherheitshalber, falls ihrer nichts wird. So hat sich zugetragen, dass der Kaiser Franz Josef bis an sein Lebensende nie erfahren hat, dass wahrscheinlich jeder Zweite eigentlich vom Zauner war, den er bei der Katharina Schratt genossen hat. Das Originalrezept für den Hefegugelhupf wird sofort ausprobiert. Mach mal ein schönes, weiches Dampferl. Oder auf Hochdeutsch Vorteig. Putz noch kurz ein bisschen zusammen. Der wird jetzt warm gestellt, weil der muss jetzt schön aufgehen. Die Zauners haben das Rezept etwas entschärft. Zu Kaisers Zeiten galt noch die Devise, mehr ist mehr. Das waren einfach schwere Torten, da war viel Buttercreme. Im Fachjargon sagt man sehr geile Torten. Mit Butter bestreichen. Vier reichen eigentlich. Vier Kugelhüpfe. Genau, Hupfe. Hupfe. Mit Mandeln. Die hat gewisse Ingredienzien, die man wirklich nur im obersten Stand bekommen hat, weil sie sehr, sehr teuer waren und sehr, sehr rar. Das sind zum Beispiel Rosinen, aber auch die Mandeln. Inzwischen haben sich Süßspeisen verändert. Jetzt ist es so, dass momentan sehr leichte Torten, sehr fruchtige Torten, viel Joghurtcreme zum Beispiel im Trend liegen. Aber auch Alternativen zum Zucker. Also man süßt mehr mit Honig, mit hochwertigen Sachen. Eine Konditorei wie das Zauner muss mit der Zeit gehen, darf das Flair der Kaiserzeit aber nicht verlieren.
Das bekannteste Produkt, der Zauner Stollen, ist einst als Resteverwertung entstanden. Aus Oblatenbruch und einer nougatartigen Masse. Diese Rezeptur ist bis heute unverändert. Ich glaube, er hält sich deswegen so beständig, weil die Menschen etwas suchen, das einfach über Generationen hinweg so war und das genau für diese gewisse Beständigkeit steht. Eidotter und den Zucker haben wir reduziert. Der Rest ist wie auch nur dazu mal. Dann Zitrone, natürlich ungespritzte. Das Ganze abkneten, bis ein richtiger, seidiger Teig entsteht. Er muss sich halt schön seidig angreifen, dann ist er perfekt. Schön rund welken und wieder rosten lassen. ‎50 Jahre Berufserfahrung. So, Junior, auf geht's. Super Teig, schön glatt, richtig aufgegangen. Germ-Kugelhüpfe gibt's in verschiedenen Variationen. Das Um und Auf beim Kaiserkugelhupf ist Zimtzucker und Rosinen. Beim Kaiserkugelhupf gehören sie einfach dazu, und zwar unbedingt in Rum eingelegte Rosinen. Schon was Spezielles, gell? Ist was Spezielles. Und dann rollen wir es noch ein. Wir müssen uns halt dessen bewusst sein, dass wir im Salzkammergut in einer sehr traditionsreichen Gegend leben. Und ab in die Form. Wo von Handwerk bis zum Kaiser sich wirklich sehr, sehr viel abgespielt hat und diese Traditionen halt gepflegt werden. Damit leben wir, das ist unsere Identität. Und deswegen können wir es, glaube ich, auch sehr ehrlich und authentisch rüberbringen, weil wir halt einfach so sind. Auch wenn er heute kein Luxusprodukt mehr ist, der Gugelhupf, wie Kaiser Franz Josef ihn liebte, ist Backwarennostalgie und essbare Geschichte. Die Natur, die Berge und Wälder des Salzkammerguts hatten es Kaiser Franz Josef enorm angetan. Wie alle, die im Gelände unterwegs sind, brauchte auch das Staatsoberhaupt vernünftige Schuhe. Und so wurde Franz Josef zu einem der ersten Werbeträger eines Schuhs, der heute noch unweit von Bad Ischl hergestellt wird. Ja, in Kaiser spare ich euch aus, weil das kann eigentlich eh schon keiner mehr hören. Aber tatsächlich, Kunden wie der Kaiser haben natürlich auch auf das Schuhhandwerk einen irrsinnigen Wert gelegt. Und es ist für mich eine Ehre, dieses Handwerk also mit der speziellen Fertigungstechnik so fortführen zu dürfen. Hier in Bad Geusern wusste man, einen extra stabilen Maßschuh zu fertigen: den Geuserer. Und Philipp Schwarz ist der letzte Schuhmacher im Ort, der Schuhe in dieser Tradition heute noch herstellt. Etwa 50 Paar pro Jahr. Ursprünglich arbeitet Philipp als Marketingkoordinator bei einem Skihersteller. Mit 24 merkt er, er würde lieber Dinge mit seinen Händen herstellen. Es gibt ja generell nicht mehr viel Schuhmacher. Also ganz, ganz wenige nur mehr, jetzt speziell in Österreich. Und gerade in der Gegend bei uns gibt es gar keinen mehr. Und ich habe dann bei meinem Vorgänger angeklopft und habe gefragt, darf ich bei dir mal 14 Tage schnuppern? Und die Möglichkeit habe ich gekriegt. Es war von der ersten Minute an super. Es hat mich gepackt und ich habe eigentlich nach den ersten Stunden schon gewusst, das ist genau das. Und das hat sich einfach in den Tagen darauf bestätigt. Philipp fängt von vorn an, tauscht modernen Bürojob gegen Traditionshandwerk. Der Unterschied ist jetzt, wenn ich am Ende von meinem Arbeitstag die Werkstatt verlasse und zusperre und noch mal einen Blick
zurückwirf, sehe ich ganz genau, was ich gemacht habe. Und ich kann in der Hand halten, was ich gemacht habe. Und das hat mir vorher einfach ein bisschen gefehlt. Im Gegensatz zu Schuhen aus der Fabrik beginnt jeder Maßschuh mit dem Ausmessen der Füße. Nach dem Maßnehmen ist das sozusagen der erste Schritt am Schuh selbst, dass wir den Leisten fertigen, also das Leistenpaar. Der Leisten ist der hölzerne Vertreter des Kundenfußes, um den herum der Schuh gefertigt wird. Ohne Leisten gibt es keinen Maßschuh. Bei uns nicht. Zwischen 40 und 60 Arbeitsstunden stecken in jedem Schuh und viel Handwerkstradition. Und da kommt jetzt Hirschkleber drauf, ist ein Kleber mit Kartoffelstärke, wie sie es früher noch gemacht haben. Hat den Vorteil, dass das ein bisschen auf die Körperwärme reagiert, dass dann der ganze Schuh und vor allem der Innenschuh auch atmungsaktiv bleibt. Und da sieht man jetzt tatsächlich das Innenleben im Schuh, was man sonst ja nie sieht. Also das ist das Schuhoberleder. Klappt man das einmal nach vorne. Anschließend wird der Schuh aufgezwickt, das Leder über den Innenschuh gezogen. Bei dem Schuh ist das ein pflanzlich gegerbtes Rindsleder. Nachhaltigkeit ist mir beim Leder natürlich irrsinnig wichtig. Das heißt, wir importieren die Leder jetzt nicht irgendwo aus Fernost, sondern versuchen eben das Leder wirklich regional zu kaufen. Und nach sieht man immer mehr, dass aus den ganzen Einzelteilen ein Schuh wird. Tatsächlich kann man, wenn man zu fest klopft oder mit der Kante zum Beispiel jetzt zu stark ins Leder klopfen würde, kommt man natürlich auch das Leder beschädigen. Wir geben uns natürlich beste Mühe, dass nichts passiert. Markenzeichen des Geuserers ist die handgenähte Zwienaht, mit der das Herz des Schuhs mit dem Ober- und Futterleder wasserfest verbunden wird. So ein Schuh hält dann auch eine Weile. Weihnachten letzten Jahres haben wir einen Schuh gekriegt zum Reparieren, den unser Vorvorgänger gemacht hat. Der Kunde hat es relativ genau sagen können, ca. 42, 43 Jahre alt ist. Der tragt den relativ viel her, wird dann sicher wieder 2 Jahre tragen. Aber wenn man dann sagt, jetzt mal grob 45 Jahre, ist das für einen Schuh wirklich eine sehr schöne Lebensdauer. Das nachhaltige Arbeiten ist gleichzeitig traditionell und sehr zeitgemäß. Und es wird wertgeschätzt im Ort. So wie letztens im Wirtshaus. Der ältere Herr hat mir auf die Schultern geklopft und die hat mich dann so umdreht. Und dann hat er gesagt, mei, unser Schuster, wir freuen uns, dass wir die haben. Und das war für mich eigentlich der schönste Dank. Und von einem so einem alten Menschen, der einfach schon so viel mehr erlebt hat als ich, der schon so viel mehr gesehen hat, mit seinen Händen schon so viel mehr gemacht hat, das hat mich total berührt. Des Salzkammerguts liegt Österreichs größtes Binnengewässer, der Attersee. Ein Paradies für alle, die gern am Wasser Urlaub machen. Wo einst das Schloss Weyreck stand, wohnt Rosi Huber. Rosi besitzt einige Ferienwohnungen. Aber die Mieteinnahmen halten sie vor knapp 20 Jahren nicht mehr über Wasser. Ich habe mich damals von meinem Partner getrennt, lebe von der Vermietung und habe gewusst, ich muss nur Geld dazu verdienen. Auf Rosis Grundstück liegt ein uraltes Brennrecht.
Ein alter Kessel ist auch vorhanden. Rosi wählt Hochprozentiges als Retter in der Not. Ich bin gelernte Tischlerin. Ich bin sowieso ein Handwerker. Schnaps ist auch ein Handwerk. Und ich habe dann mit 40 mit null Ahnung begonnen. Rosi ist hier im alten Meierhof aufgewachsen mit dem Geruch von Zwetschgenbrand, den ihre Tante mit Früchten aus dem Garten hergestellt hat. Wir haben das seit vielen Jahren eine reine Weiberwirtschaft. Ich bin die dritte Generation Frau, die brennt. Vor mir haben die zwei Generationen nicht brennt, weil sie einer lustig war, sondern weil einfach keine Männer da waren. Heute brennt Rosi einen Salzkammergut-Gin mit regionalen Zutaten. Minze und Zitronenverbene wachsen vor Rosis Haus. Die Kupferschüssel brauche ich für mehr Aroma. Ich habe das Gefühl, die Kräuter geben dann erst richtig das Aroma ab. Dann kommen die Kräuter in den Aromakorb. Die kommen gar nicht mit dem Schnaps in Berührung. Da nimmt nur der Dampf das Aroma der Kräuter mit. Die ersten zwei, drei Jahre waren sehr mühsam. Und ich habe mir schon gedacht, was habe ich mir da angetan? Ich war ja nie ein Schnapstrinker. Ich bin Edelbrandsommelier. Und erst, wie ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich dann angefangen zu riechen, zu kosten, Fehler zu erkennen. Jeder Gin braucht ein bisschen Schärfe. Oft nimmt man Pfeffer und nur bei dem Kräuter-Gin finde ich, dass Ingwer einfach besser passt. Die wichtigste Zutat des Gins erntet Rosis Nachbar Christoph Capella am Wacholderbaum, den sein Vater einst gepflanzt hat. Eine Gefahrenzulage wäre angebracht. Ja, das Abstreifen kann manchmal richtig mühsam sein. Die Wacholder, die ist von der Benadelung her so dicht, dass die einzelnen Beeren oft dreimal angegriffen werden müssen, bis sie dann tatsächlich im Gefäß landen. Dann schaue ich hinterher manchmal aus wie ein Igel. Am Anfang haben wir das nur als Gewürz für die Küche verwendet und irgendwann einmal haben wir es nicht mehr weggebracht und dann hat er es verschenkt und dann waren solche Mengen da, dass wir gesagt haben, bevor es verkommt, jetzt fragen wir die einfach einmal, jetzt brennen wir es. Ja. Ist aber auch noch gut, oder? Na, sicher ist noch gut. Na sicher, kostet es einfach. Mhm. Gell? Mhm. Das ist ja auch gut gegen atomare Strahlung, haben sie gesagt. Mhm. Ja, wirklich. Der Josef Irlmeier hat gesagt, sie mag den Geschmack so gerne mehr. Es ist auch gesund. Mhm. Es ist wirklich gesund. Ja, wirklich, ich kehre es gerne. Inzwischen sind Christophs Beeren Standard in Rosis Gin-Variationen. Die Kopfnote muss Wacholder sein, sonst wäre es kein Gin. Und dann lebt er von den Gewürzen. Zermahlen wären die Beeren zu aromatisch. Deswegen werden sie nur mit dem Hammer zerstoßen. Die große Anlage hat Rosi vor einigen Jahren gekauft. Der alte Kessel gehörte zu gleichen Teilen ihrer Tante und Nachbar Ferdl. Der Nachbar hat gesagt, wenn er einmal stirbt, dann erbe ich seine Hälfte. Und wie ich mich entschieden habe, dass ich zum Schnapsbrennen anfange, ist er gestorben und somit hat er mir gehört. Für mich war das schon ein gutes Zeichen. Ich habe jahrelang das Bild im Brennraum hängen gehabt von ihm, so ein bisschen als Maskottchen. Und habe gesagt, Ferdl, schaust eh aber wir brennen wieder. Als Rosi dem Geschmack ihrer Brände ausreichend vertraut, reicht sie sie bei internationalen Wettbewerben ein. Die erste Medaille habe ich mit dem Dörrzwetschgenlikör gemacht. Das Rezept habe ich vom Pferdl gekriegt, von dem ich im Kessel gekriegt habe. Und das war tatsächlich das erste Produkt, mit dem ich eine Goldmedaille gemacht habe. Selbstlob stinkt, aber der Künstler lebt auch vom Applaus. Thank you.
Am Nachmittag kommen Gäste in den Genuss von Rosis Salzkammergut-Gin. Hallo, danke, hallo, ihr Lieben. Wir werden euer Sensorik ein bisschen testen. Und jetzt darf ich euch bitten, dass ihr in das Glas reinriecht und sagt mir, was ihr rausriecht. Eine Vielfalt von wunderbaren Düften. Ja, das ist aber was Zitrusartiges ist auch drinnen, gell? Genau, ich hab die Zitronenverbene vom Garten drinnen. Oh, es ist wirklich ein Salzkammergut-Gin, also Zitrus ist schon mal ganz gut. Was riecht ihr jetzt noch? Kardamom ist ein Hintergrundgewürz im Gin, das wirklich drinnen ist. Müssen wir anstoßen? Würde mich freuen. Ja, dann machen wir das einmal. Genau. Zentrale. Auf eure Gesundheit. Prost. Gesundheit. Mittlerweile hält sich Schnaps und Ferienwohnungen finanziell die Waage. Also die Rechnung ist aufgegangen. An einem ihrer Kraftplätze über dem Attersee hat Rosi eine Bank gepachtet und darf auf ihr einen Sinnspruch anschrauben. Für mein Leben ist da eigentlich was Schönes passiert. Ich bin viel bewusster geworden. Ich riech und schmeck mehr ins Essen rein, in jedes Trinken. Es ist in jeder Hinsicht bereichernd für mich gewesen. Hochsommer am Altausseer See. An seinem abgelegensten Ufer, umschlossen von steilen Wänden des Toten Gebirges, liegt die Seewiese. Eine Bucht erreichbar nur zu Fuß, mit dem Rad oder dem Boot. Dort steht das Jagdhaus Seewiese aus dem 19. Jahrhundert. Ich wohne herin im Sommer und am Abend und in der Früh bin ich allein. Und das ist wunderschön. Paul König ist seit 25 Jahren Pächter und Wirt in der Seewiese. Ist auch schön. Wir leben eigentlich da herin, kannst du sagen, ja, unter die Berg, mitten im Wald. Nicht? Ist irgendwie sogar ein bisschen unheimlich, wie ruhig das da wird. In der Nacht habe ich seit ein paar Jahren Füchse, die natürlich ab und zu auch was kriegen von mir, wenn was überbleibt. Auf seit 5-6 Meter Distanz bleibt er immer. Aber man kann schon reden mit ihm. Dann schaut er so. Es ist einfach wahnsinnig nett. Aber wenn die Welt momentan nirgends mehr in Ordnung ist, aber ich glaube, da herin ist sie schon noch in Ordnung. Gebaut hat das Haus die deutsche Adelsfamilie Hohenlohe-Schillingsfürst. Die haben ja das Holz da geschlägert, bearbeitet und damit das Haus gebaut. Oder? Darum ist nichts sehr gerade. Also rechter Winkel ist wenig. Bedrohlicher als die Einsamkeit der Nächte ist der Nordwestwind, wenn er über den See in die Bucht drückt. Da kommt der Wind über den See einer, steht an der Drisselwand da, drückt nach dem Loser, von Loser kommt er zurück und da wird so ein Wirbel. Und das verstärkt sich enorm. Also da wackelt das ganze Haus. Aber es steht seit 1853, also wird es in der nächsten Zeit auch noch stehen bleiben, glaube ich. Die Seewiese war schon Paul Königs Lieblingsplatz, als er noch ein Kind in Altaussee war. Jahrzehnte später hat sie dafür gesorgt, dass er sesshaft wird. Denn davor war Paul Elektriker, Fernfahrer, Arbeiter im Salzbergwerk und 17 Jahre mit dem Skiweltcup unterwegs. Lange Jahre als Skitechniker von Olympiasieger Markus Wasmeier. Ich war auf alle Kontinente und überall, wo es halt einen Schnee gibt, zum Skifahren. Aber irgendwann hat man schon dann das Gefühl, muss man das bis zu seinem Lebensende machen, also bis zur Pension machen. Ja, grüß dich!
Saust du schon wieder um den See? Mein Lieber, mein Lieber. Es war für mich die Entscheidung, weiterhin als Servicemann, was ich gehabt habe, oder zu Hause zu bleiben. Und ich habe mich heute halt entschlossen, früher aufzuhören. Ein wichtiger Faktor. Mitte der 90er wird das alte Jagdhaus Seewiese für die Bewirtschaftung umgebaut. Dann hat die Gemeinde mit den Bundesforsten zusammen dieses Projekt gestartet und hat es ausgeschrieben. Und die haben mich beworben. Warum sie mich genommen haben, weiß ich nicht, aber ich glaube, sie haben es bis heute nicht bereut. Und ich schon gar nicht. Wir haben es natürlich zu der Zeit auch nicht geglaubt, dass das wirklich so bunt und so gut geht. Wir haben es ja nicht gewusst. Wir haben ja auch keine Erfahrung gehabt. Es war ja lange Zeit nichts da herin. Und es hat auch langsam angefangen eigentlich. Aber es wurde dann stetig mehr und es war dann schon eine Umstellung. In den vergangenen Jahren hat sich das Jagdhaus eine ganz neue Gruppe von Fans erschlossen. Verantwortlich ist Hollywood, beziehungsweise ein gewisser Geheimagent. Es ist jetzt der Beginn der Szene in Neuaussee. Schaust du? Und sie hinten den Dachstein. Die Seewiese ist im James-Bond-Film Spectre der gottverlassene Ort, an dem sich Bösewicht Mr. White versteckt hat. Durch den Auftritt im Kino ist das Haus selbst prominent geworden. Das war's. Oh, alles andere ist im Studio. Ja, super. Gut so, dann gehen wir wieder zum Cockpit. Ja, Wahnsinn. Die Dreharbeiten haben die Einheimischen schwer beeindruckt. Auch wenn sie nicht jeden Aufwand, der betrieben wurde, verstanden haben. Das ist nicht mehr alles original, wie es früher war. Man sieht da, weil im Zuge des James-Bond-Drehs wurden unsere Steine aus Plastik nachgemacht. Warum unsere Steine nicht da haben, weiß ich nicht ganz genau. Aber Geheimagenten und James Bond überlässt halt nichts in Zufall. Und somit haben wir jetzt eine Plastikwand, die wahrscheinlich länger hält wie wir selber. Oh, aber es war schon eine spannende Zeit, wenn man schon so will. Die Geschichten und die restlichen Requisiten gehören jetzt auch dazu, zum Jagdhaus Seewiese. Genauso eigentlich wie Paul König. Aber in ein paar Jahren soll und muss Schluss sein. Ich bin jetzt 67 Jahre alt und es schwingt eigentlich jetzt schon ein bisschen Wehmut in mir, wenn ich daran denke, dass ich da aufhöre. Aber man kann nicht ewig da. Man muss auch loslassen. Das Leben geht weiter und ich hoffe, dass auch nach der Seewiesen noch eine Zeit bleibt. Auf das freue ich mich schon.